Aber ich meinte, diese Orangen kann man mit Schale essen. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Doch jetzt bin ich, bin ich zurück. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Jetzt bin ich zurück und zeige, wie man Mantras baut. Ciao Airbnb, ciao ekliger Kaffee. Mögen die nächsten Leute den Stromausfall genießen. Guten Morgen, wegen Savages. Heute sind wir viel zu wieder... Sprachen lernen. Wie Nico sagen würde, fui zu früh am Flughafen, damit wir den Flug heute safe nicht verpassen. Weil unser highest excitement ist heute wirklich nach Malaga zu fliegen. Und ich gehe auch immer früher zu Zügen zum Flughafen, weil ich nie diesen Zustand mag, oh, schnell noch beeilen, oh, sondern lieber chill ich da noch eine halbe Stunde oder eine Stunde und bin in meinem Zen-Zustand, als ich zu hetzen. So wie wir jetzt alle Zen sind, oder? What? Schau mal lieber, ich muss den Koffer gar nicht nehmen. Bro! Oh. Oh, pass auf! Das tut weh! Da ist eine Bombe drin! Oh, hast du schon die Hüfte gesehen, Mann? 6-7? So früh, dass noch niemand da ist. Wie fühlt sich's an, zu deutsch zu sein? Das ist zu deutsch, Bro. Viel zu deutsch. Und folgt mir auf VGains auf meinem deutschen Insta, weil jeden Tag von unserem Trip werde ich jetzt immer ein Pick raussasseln, also mit den ganzen geilsten Picks vom Tag. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, VGains, dann lest immer die Caption für noch ein bisschen Input von dem Tag. Gestern war einfach so schön. Schaut mal dieses Bild von mir und Fritz. Oh, Kappe Gold. Ich bin eifersüchtig. Aber wir haben doch auch so ein... Na gut, wir sind nicht so ganz close. Heute ändern wir es, okay? Nice. Und sonst kannst du mich eifersüchtig machen mit Snow. So, jetzt gibt's hier den Real Talk. Fritz und ich, wir haben uns gestritten. Das war richtig nice, weil wir sprechen einfach alles immer sofort an. Wenn uns irgendwas beschäftigt, wir irgend so ein Feeling kriegen, dann immer sofort ansprechen und nicht einfach schlechte Vibes dem anderen gegenüber haben. Und auf dem Podcast über Fritz seine Mexiko-Reise, da haben mir viele Kommentare geschrieben so, ich wirke unsympathisch, weil ich Fritz unterbreche und ihm und so gelangweilt wirke. Und dann habe ich Fritz eben gefragt, ob ihn das stört. Scheiß auf die Kommentare, also no front an euch, aber mir ist halt das Wichtigste, wie Fritz sich fühlt, das ist halt, was für mich zählt, die echten Menschen, die ich kenne. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, ruft mich an. Und wenn ihr meine Nummer nicht habt, dann kennt ihr mich nicht gut genug, um ein Problem mit mir zu haben. Ich habe eben Fritz gefragt und er meinte, dass ich schon gemerkt habe, dass es so ein bisschen over war. Manchmal an der einen oder anderen Stelle, wo du dann reingegrätscht bist, ohne Sinn. Also insgesamt, das war voll der gute Podcast und ich konnte voll viel erzählen, aber an der einen oder anderen Stelle hätte man es lassen können, habe ich mir einfach gedacht. Und deswegen habe ich das vielleicht auch immer so gesagt und dann sind wir zu einem Konsens gekommen. Er war sogar so krass, er ist den Podcast nochmal durchgegangen, hat mir die Stellen gezeigt und bei manchen Stellen war ich so, hey, würde ich genauso wieder unterbrechen, weil ich es einfach, so bin ich halt, also würde ich genauso wieder machen, weil ich halt einfach, bei mir ist es halt einfach real. Und bei mir ist es nicht so gestellt, dass ich dann so tue, oh, ich finde das so spannend, weil der Real Talk ist halt, ich finde die Reise, also ich finde es so krass, was Fritz gemacht hat, in jungem Alter, diese Reise, mega stolz, aber für mich einfach nicht so interessant, weil ich einfach, Mann, ich habe schon so viel erlebt, da interessiert mich eigentlich irgendeine Reise meistens nicht so, bei Fritz schon. Weird flex. Weil er mich interessiert und er hat mir viele schon erzählt, aber ich finde es halt nicht so spannend, weil ich einfach schon krass viel erlebt habe und das wäre eigentlich viel mehr eine Episode, die Fritz hätte alleine machen können, wo er einfach redet und erzählt, weil da war ich gar nicht so gebraucht und dann dachte ich, baue ich hier noch witzige Jokes ein, die waren aber teilweise gar nicht witzig und das ist aber halt wie eine echte Unterhaltung. Manchmal float mehr, manchmal weniger und manchmal ist es richtig witzig, was man sagt und manchmal weniger und das ist halt einfach immer eine echte Unterhaltung und ich tue nicht auf gestellt und auf super interessiert, sondern einfach echt und wenn es dann ein witziger Joke war, dann war es und wenn es eine sinnlose, unlustige Unterbrechung war, dann war es, wie es halt in echten Unterhaltungen immer passiert und da waren halt mehrere unnötige Unterbrechungen von mir, die tun mir leid und wir kamen dann auch dazu, nächstes Mal macht Fritz so eine Episode einfach solo, weil da kann er einfach super darüber erzählen, weil es mich halt nicht so interessiert. Und ich tue da auch nicht so, oh ja, es interessiert mich so, sondern es war mega spannend, was er erzählt hat. Wenn jetzt jemand in mein Leben kommt und, ey, cool, ich habe hier diese Reise gemacht, dann oft interessiert es mich gar nicht so krass. Wenn ich gelangweilt aussah, dann war ich halt ein bisschen gelangweilt, aber ich bin mega, mega stolz auf Fritz und seine erste Reise. Und that's it. War eh alles gut, aber immer einfach sowas ansprechen. Und deswegen sind eure Kommentare gut, weil dann kann ich immer, wenn ich merke, da kommen mehr Kommentare über irgendwas, dann frage ich Fritz, ey, und dann reden wir drüber. Und wenn nächstes Mal so ein Thema ist, dann macht einfach Fritz eine Solo-Episode. Wir gehen einfach mit dem Flow, ganz einfach. Wir wollten so kurz ansprechen. End of Flashback. Wenn ich mein abgelaufenes Ricola genieße, dann gönnt sich Fritz das pure Fat Breakfast. Er hat Bock drauf. Also Peanut Butter ist so ein Staple, ich liebe es, so wie Hefeflocken. Aber Peanut Butter oder Hefeflocken pur ist so, nee Mann, also versteht mich nicht falsch. Ein Scoop, richtig geil, aber dann, es liegt so im Magen. Ich weiß noch,
In Amerika habe ich mal so eine übergroße Avocado einfach pur gegessen und ich war schon so sick und ich esse weiter und dann war einfach mein Magen so voller Fett. Ich nehme einen Rocker Shaker, Wasser, Apple Pie, damit die Gains gesaved sind, weil gestern hatten wir ein brachiales Training, ey, das war so geil draußen. Ihr wisst eh Bescheid. Rocker supportet den Trip. Benutzt meinen Link unten drunter und bekommt eine XXXL-Probe gratis, aber nur mit meinem Link. Und unterstützt den Bro Lyle. Er macht diese Holzpellets, wo wir gestern trainiert haben. Parallels. Wenn ihr in Berlin wohnt, aber er verschickt sie auch sogar in die Schweiz, Mann. Ja, deswegen meldet euch bei Lyle mit den Dingern, wo wir gestern geil trainiert haben. Lyle, Mann, schreibt ihm auf Insta. Hier ist auch sein Insta. Support ist kein Mord, er ist mein Bro. Und das ist ein Highest Excitement. Und ich bin ein Highest Excitement-Supporter. Taste Test. Alter, Apple Pie ist so geil. Ich glaube, Haselnuss. Und du bist gerade Platz 2, weil Apple Pie gibt es mir richtig. Hola, ¿qué tal? Jetzt sind wir zu viert unterwegs. Geil. Hey, Bro. Wer ist das denn? Ich dachte, das ist ein Roadtrip. Hi. Bin ich, hi. Alles klar, Digga. Also so wird der ganze Roadtrip. Wir hinten eingequetscht, hier hinten. Mit Surfbrett. Gerrit, das haben wir uns anders vorgestellt. Wir kommen hier nicht mehr raus. Hallo Schnau, freust du dich auf den Trip? Du siehst ja aus wie ein Löwe. Wir sind gerade bei Gerrit angekommen und Alter, er hat mir Bilder geschickt. Das ist eine andere Wohnung, Mann. Einmal hier diese Elemente, die Couch ist neu. Es ist neu gestrichen, oder? Ja. Es sieht hier richtig... So Betonspachteltechnik. Ja, das sieht aus. Richtig geil aus. Das ist ein Gästezimmer, wo wahrscheinlich einer von euch nur pennen wird, weil man die Betten hat, ja? Weil es halt ein Bett ist, ein 1,40. Ich bin das härteste Bett. Also schaut euch mal seine Apps an. Crazy. Zum einen zusammen machen, wenn doch mal ein Pärchen kommt oder so, die haben so Clips, dann kannst du es 62 machen oder übereinander stapeln, wenn nur einer pennt. Und ist dein Schlafzimmer? Ja, das ist quasi mein Schlafzimmer. Richtig nice. Was für ein geiler Balkon. Geiler View. Ich bin hier noch nicht fertig mit den Schirmen. Wegen den Mücken, oder was? Hey, ja, du kannst, ich habe hier, nachdem ich frisch gestrichen habe, trotzdem nachts 3 Moskitos geklatscht und habe jetzt Blut an den Wänden. Es war mir scheißegal, weil ich konnte nicht schlafen. Ich verstehe es. Snow geil und eine Moskitos, oder? Ah, und was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist die Küche. Ich habe sie auch noch nicht richtig gesehen. Gerrit, Mann, der hat mir richtig alte Bilder geschickt und jetzt einfach hier. The future is vegan. Be patient. Good things take time. Alter, was für eine fesche Küche. Sind das hier Bananen? Nö. Denn wir alle haben noch nie Bananen gegessen. Nur die aus dem Supermarkt, die halt von übersee kommen. Aber hier wachsen auch Bananen und solche habe ich noch nie gegessen. Sehen auch anders aus, sehen ein bisschen aus wie Kochbananen. Das hier. Sind aber Kochbananen, ne? Achso, okay, genau, dann natürlich scheiße. Ah, alles klar. Aber das hier nicht, oder? Genau, das sind die Schwanen. Aber die sehen trotzdem ein bisschen aus wie Kochbananen. Und so eine kleine Kammer ist auch nice zum Wäschewaschen. Und weil die Temperaturen es hier zulassen, ist es einfach so draußen. Erstmal Wäsche waschen. Zeig mal die Schoki. Ein Schoki an, Alter. Wie was ist das denn für eine Schoki? So muss man so richtig gut abknicksen. So. Ja, mach mal. Hast du das? Oh, wie strong du bist. Na, die ist bestimmt nicht clean, so gut wie die schmeckt. Zucker nur auf zweiter Stelle. Okay. Das Hundefutter ist so gesund. Das wollte ich nicht haben. Das ja. Ich haben will jetzt erstens meine Bros. Ich habe schon schlechtere Sachen gegessen, glaube ich. Hey, das ist voll okay. Das ist, glaube ich, besser als diese Mais-Hirse-Bällchen. Okay. Die Banane schmeckt genauso wie die anderen, oder? Ja. Schmeckt genau gleich. Ist da kein Wasser mehr? Ja, die hat's ausgetrunken. Ah. Er hat so Durst, Mann. Ich hat so Durst. Comedy. Alter, wie schön hier die Straße ist. So, das sieht aus wie von einem Movie-Set. Und Action. Hallo. Was soll ich sagen, Bruder? Okay, Gerrit, was haben wir hier? Voll vegane Supermarkt. Die beiden, die nehmen wir auf jeden Fall. Und hier ist alles vegan, oder was? Hier ist alles vegan. Also so wie ein Veganz? So wie ein Veganz, ja. Ein bisschen kleiner. Quest, wie immer in einem veganen Supermarkt, die geilsten Produkte finden. Ich zeige euch was. Was es nur hier gibt. Ach, wo ist mein Fritz? Ich verstehe doch die Sprache nicht. Ich denke, das ist Waschmittel. Waschmittel abfüllen. Das sieht aus wie Vollkorn. Vielleicht ist es aber auch fake. Aber wenn man die Sprache nicht spricht, dann denkt man sich einfach das, was man will, dass es ist. Und dann ist es, weil man glaubt es ja. Hier kann man sich das abfüllen. Ehre. Oh, das sieht mir aus nach Mais. Und das Geile ist, es gibt keine Zutaten in Englisch. Also stelle ich mir einfach vor, es ist Mais mit Testosteron. Ohne Side-Effects. Das verstehe ich nicht. Alter, was ist das für ein Lappen? No front! Was ist das? Wie viel Gramm? 800 Gramm? Machen wir mal den Tofu-Test? Carrefour gibt sogar ein Kilo. Ich mach den Tofu-Test. Ja, das ist ein Lappen, du. Alter. Hier, Ferdi, das müsst ihr auf jeden Fall probieren. Euda, eine der krassesten spanischen Marken. Die machen halt so Chicken-Ersatz in erster Linie. Ist so, ja, ne? Ich finde so Atze, dass die immer nicht die Zutaten... Ah, doch. Nee, dass die sind immer nicht auf Englisch. Ja gut, du bist hier in Spanien. Ne? Ja, aber wieso nicht auf Englisch? Wieso auf allen möglichen Sprachen, aber nicht Englisch so? Ich weiß auch, am krassesten war es mit Tanja in Luxemburg. Da sprechen die ja 4 Sprachen. Und es war dann immer irgendwas, aber oft kein Englisch.
Übersetzt mir mal, ob dieser Kombucha raw ist. Deswegen zwei Tipps, wenn ihr reist und es hat kein englisches Label. Entweder ihr habt einen Fritz dabei oder Google Translator und dann könnt ihr das mit Foto draufhalten und dann übersetzt es euch die Zutaten. Muchas gracias. Was sagt ihr, Fritz? Ich hab's noch nicht probiert. Weißt du, Mom? Wie wir reagieren? Ja. Gebt uns eine Reaction. Halt Schokolade. Schmeckt damit richtig geil. Maschallah. Die Frage ist, was ist dieses übelst krasse Teil? Ein religiöses Gebäude. Die Kathedrale halt hier. Gehen die Leute dahin, wenn sie Fleisch gegessen haben? Wie schön das ist. Stell dir mal davor, wie groß das ist. Wow, Alter. Is this what you want now? Feels like you're looking for something better. Also Garrett hat gerade gefragt, wie er sich vor der Kamera verhalten soll. Also meine Vlogs sind einfach real, raw und authentic, also einfach du selber. Und wenn du dich noch nicht selber gefunden hast, dann folg weiter deinem Highest Excitement, weil dann wirst du immer mehr your true natural self. Mal fertig, Bock auf sowas. Ach, Kamera. Also, das schneiden wir raus, wir sind doch nicht real. Und am coolsten ist, wenn du dein veganes Tattoo nochmal flexst. Bleib mal kurz stehen, das gleiche machen. Be kind to animals. So eine geile Font ist das. Fritz und ich, wir haben so nie gegessen. Garrett meint, das ist die geilste Frucht. Ja, und ich nice. Also ich, das ist nicht meine Favorite, aber Julis Favorite. Also ich liebe sie auch. Wir nehmen auf jeden Fall mal welche mit zum Probieren. Okay, dann nehmen wir welche mit. Ja, erzähl später, wenn wir sie essen, oder? Ja gut, dann nehmen wir mal zwei mit. Alter, was für Oshis. Alter, was ist bitte das da? Das ist Nice Cream. Einmal bitte Nice Cream. Woo! Und hier sind die Toppings. Woo! Auch Oliven sollen hier so geil sein, weil wachsen hier alle hier auf Spanien. Was sagst du? Boah, die war sehr lecker. Hier, die mal. Mm. Mm. Das war richtig geil. Die war richtig geil. Ja. Richtig. Alter. Aha. Und? Mm. Die ist viel krasser. Boah. Mit Feige und dann eine Mandel drin hier. Alter, Gerrit verwöhnt uns hier übelst. Noch richtig viel mit Schülerin gekauft und er meinte, diese Orangen, Philipp, nimm die meine. Aber er meinte, diese Orangen kann man mit Schale essen. Wir trust die manchmal. Mhm. Lecker? Ey, man kann das voll mit Schale. Schmeckt eine normale Orange auch so mit Schale? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Also wenn eine normale Orange so mit Schale essen würde, würde ich alle Orangen mit Schale essen. Ey, das ist voll lecker. Nice, jetzt muss ich noch schon. Also eine andere Frucht. Ja, finde ich auch. Ich hatte jetzt eine ohne. Aber die haben auch häufig Kerne, ja. Richtig geil, Mann. Ich hätte da gerade auch eine. Richtig ohne. Geil. Nein, glaube ich, vier Kerne oder so. Das ist ganz geil, aber ein bisschen sehr mein Gott. Alter, diese Mangos, die habe ich mit Philipp manchmal gekauft. Auf jeden Fall, die sind so geil. Wenn ihr mal solche Mangos seht und noch nicht probiert habt, checkt's mal. Wir gönnen uns erstmal Erdbeeren ohne Plastik, hoffentlich. Wir sind am Beach angekommen und noch leerer als Mallorca und der Mallorca Beach war ja schon leer. Ja, ist hier ein Virus ausgebrochen oder so? Ich weiß auch nicht. Gestern war hier noch mehr los. Am Sonntag meine ich, vorgestern war hier sogar relativ viel los. Oder weil die Wellen so groß sind, weil die sind schon richtig groß heute. Masha Surf Vibe. Oh, und der Sand fühlt sich so gut an. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Das Leben eines Kameramanns. Eins. Also Garrett ist noch nie mit so einem Elektroscooter gefahren, deswegen... Also ich stand schon mal auf so einem Ding drauf. Jetzt wirst du mal fahren, wie geil ist das genau. Einmal pushen und dann... Jetzt, Mann! Alter, wie geil ist das, oder? Ja, die sind hier in Spanien, du. Da sind die nicht Hatti-Hatti unterwegs. Alter, wie viel Bauchmaschinen es hier gibt. Deswegen wollte ich ja uns fünf ausleihen. Einmal pushen und dann da drauf drücken. Und dann nach unten, fall nicht hin. Und nicht zu hektisch lenken.
Ja, die reagieren dann. Ja, Brustschnelle. Yes. Namen Sixpack. Komm. Es gibt kein zu schnell. Das ist mein Motto. Need for Speed. Ja, Mann. Das ist 30 hoch. 30, siehst du? Mann. Ich bin fahren bis zu 30 in Ungarn. Mehr als bei uns, oder? Ja, Deutschland ist 20. 20 nur. Also, die sind jetzt erstmal einfach so gefahren, waren so, wow. Ich zeige euch jetzt mal meine Scooter-Tricks. Seid ihr ready? Das ist der pinkelnde Hund. Das ist der auf die Fresse fliegende Holländer. Das ist der 1,20 Ferdi. Und das ist der springende Ferdi. Schon wieder der kleine Ferdi, aka der unkreative Ferdi, weil ihm nichts mehr einfällt. Wow. Alter, der Fritz, der... Der ist ein... Also da halte ich jetzt eine Rede. Also, Veganismus. Es macht einfach Sinn. Dieses Gebäude sieht aus wie von einem Film. So schön, wie dieser blaue Himmel. Und jetzt gehen wir erstmal Eis essen. Also Fritz, ich habe mal gehört, hier in Italien ist es so, wenn wir Eis wollen, müssen wir so chanten. Gelato. Gelato. Egal. Gelato. Diese Seite ist komplett egal. Gelato. Jetzt. Gelato. Gelato. Mann, aber wo ist der Chor? Gelato. Gelato. Okay, sind noch 13 Sorten. Sorry, wir haben gehört. 13 Sorten sind vegan? Ja. Dann gehen wir nach Hause. Das alles ist vegan? Das ist alles vegan. Alter! Muchas, Vayamos, compañeros! Me gusta! Und die Cookies und der Karottenkuchen und der Brownie ist auch vegan. Alter, also Leute, kommt zu. Yummy! Yummy, yummy. Genau. 1000 Jahre nicht mehr gegessen. Mal gucken, ob ich es immer noch geil finde. Krebs mit Butter und Zucker. Aber geil, denn es ist vegan. Und wo ist die Frau? Die will einfach nicht, dass wir Eis bestellen, glaube ich. Ey, la, da. Ey, la, da. Wie sieht eigentlich Kinder Bueno nochmal aus? So wie das, was wir vorhin auf dem Tisch liegen hatten. Ah, okay. Ich probiere meinen ersten Bissen und Philipp kann schon mal sagen, wie er seins findet. Top notch. Marschall, lecker. Jetzt aber, worauf ich viel gespannter bin, ist das hier. Eine Ladung Snickers. Ja, gleich. Joghurt hätte ich mal Bock zu probieren. Und? Er schmeckt richtig lecker, aber Snickers schmeckt, glaube ich, anders. Ich glaube, die haben es aber Snickers genannt, aber schmeckt voll lecker. Schmeckt also nach Peanut. Erdnuss-Schoko. Ja, aber Rüssel lecker, Mann. Was ist Rocher nochmal? Geil, oder? Alter! Probier mal Joghurt, das weiß ich. Boah. Der ist krass, oder? Was Joghurt. Ist das denn? Ja, der Joghurt ist krass, ey. Ich hab die schlechtesten Kugeln bestellt. Nein, was komm. Was geht, Mann? Hast du genommen Snickers und? Kinder Bueno. Alter, wenn ihr hier seid... Das schmeckt nicht vegan. Ja, das war auch meine Befürchtung am Anfang. Alter. Das schmeckt so gar nicht vegan. Oh mein Gott, das schmeckt genauso ja. Wie das. Angeblich vegan und zuckerfrei, ich glaube, es ist wieder noch. Es riecht so gut und ich sitze bequem. Was geht da von sich? Wow. Hier ist ein Dahl drin, das so gut riecht. Dahl auf jeden Fall, dann noch irgendwas Spinatenmäßiges. Oh. Oh. Und als Nachtisch, das Süßeste, das gesundeste Süße, Obst. Skir, ich nehme auch einen. Ja, Mann, das ist der Beste. Das war krass, ey. Und dann, sie hat den Joghurt mitgenommen. Oh, danke schön. Wir genießen jetzt erstmal dieses geile Essen. Meine erste Shiromuya wird gut. Und die isst man wirklich so? Ja. Ist ja schon ein bisschen umständlich. Und so viel Kerne. Ich bin gespannt, wie es für dich schmeckt. Geil, oder? Haribo, Kau. Ja, schmeckt so nach. Das ist so viel, wie du magst. Ich esse den Rest. Irgend so ein Kindernachtisch. Das ist immer so krass, neues Obst zu probieren, weil du denkst, du kennst alles, was es gibt. Voll der Meinung, so einen ähnlichen Geschmack habe ich noch nie irgendwie in der Frucht gegessen. Echt wie ein Pudding. Also unbedingt mal die Gero Meier probieren. Wer ist hier nochmal? Wow! Alter, der Fritz ist eine Maschine. Der hat den Vlog schon beendet von gestrattert, wenn ich nur hier liege und kein Brain mehr habe und tot bin und jetzt auch ins Bett gehe. Deswegen Philipp arbeitet auch noch. Die beiden arbeiten auch noch. Ich habe mein Brain geklaut. 20:07 Uhr. Also ich liege nicht ins Bett und lese, aber Real Talk 2 Seiten, dann penne ich auch. Ich bin so tot. Ich bin weg von meinem Leben. Hey, Brom, ich habe die letzten 2 Tage vielleicht wenig geschlafen. Wir haben beide noch weniger geschlafen. Ja, aber was ist denn los mit euch? Ja, das ist halt koffeinabhängig. Das war der Vlog. Danke euch beiden für den schönen Tag hier. Die beste Gastfreundschaft. Danke fürs Einschalten. Bis morgen. Peace out.